Der GAK macht einen weiteren Schritt in Richtung zweite Liga. Die Grazer stellten am Montagabend Enrico Kolowitz als neuen nominellen Cheftrainer vor. Der bisherige Coach David Preiss fungiert nun als Teamtrainer, wie die Rotjacken mitteilten. Dieser Schritt wurde notwendig, weil die Bundesliga für den Spielbetrieb in der 2. Liga einen Trainer mit UEFA-Pro-Lizenz verlangt. Für die Trainerausbildung konnte sich der GAK-Erfolgstrainer Preiss allerdings gar nicht anmelden, da dafür eine bestimmte Anzahl an Regionalliga-Partien vorausgesetzt werden. In 2 Jahren will Preiss die Ausbildung dann nachholen. Ich bin froh, dass wir diese unangenehme Situation so schnell klären konnten und wir dank Kolos Unterstützung ruhig weiterarbeiten können. Er hat gerade in Bezug auf das Offensivspiel enorme Qualitäten und wir werden von ihm sicherlich sehr profitieren, gab sich David Preiss erleichtert. Es ist für mich eine große Ehre und eine Herzensangelegenheit, zu meinem GAK zurückkehren zu können und meinen Beitrag zum Erfolg zu leisten, sagte Kolowitz. Ich habe höchsten Respekt vor Davids Leistung. Er ist einer der erfolgreichsten Trainer Österreichs und ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit im Trainerteam. Kolowitz war bereits von 1996 bis 2004 als Spieler beim GAK aktiv und sammelte dabei 175 Einsätze in der Bundesliga.